dass du so tief verletzlich bist, so sensibel, dass du in der Form in diesem Leben keine wirkliche Lebensberechtigung hast, dass etwas in dir einfach sich nicht vorstellen kann, dass wenn sich dein Herz vollkommen öffnet, dass du ganz in voller Kraft mit all deiner Verwundbarkeit dein Leben lebst, deine Beziehung lebst und richtig für dich einstehst. Diese Angst, absolut unfähig sein, jemanden zu lieben, weil ich mich selbst einfach nicht lieben kann. Vielleicht kennst du das auch in dir, dass du in einer Partnerschaft bist, dass es da vielleicht nicht weitergeht, was auch immer bei dir gerade los ist. Fange an, dich voll und ganz zu lieben und anzunehmen mit allem, was du bist. Und jetzt kommt's, besonders deinen Schatten. Nicht so sehr deine Sonnenseite, mehr deine Schattenseite. Was ist dein Schatten? Was ist deine tiefste Angst? Wie kann ich dich darin noch mehr unterstützen? Was wünschst du dir von mir für deine konkreten Probleme? Was brauchst du? Und was kann ich für dich sein, sodass du dieses nutzen kannst für dich, um alles in deinem Leben zu lösen, wie du es dir wünschst. Also mach dir bewusst, wenn du diese Filme guckst, etwas in dir möchte wachsen, möchte sich öffnen. Es geht um die Öffnung, weil wenn du in dem Moment, wo du dich öffnest und diese Ringe, diese Schalen um dein Herz mehr löst und sie beiseite packst, kommst du wieder an diesen Punkt dieser riesengroßen Angst, verletzt zu werden, nicht lebensfähig zu sein, vielleicht überhaupt keinen Plan zu haben, was du überhaupt in diesem Leben sollst. Ja? Vielleicht bist du in einer Partnerschaft und ein Teil von dir ahnt und fühlt, wenn diese Partnerschaft nicht wäre, ich würde vollkommen neben mir stehen. Ich wüsste überhaupt nicht, was ich sonst noch sein kann. Und dann, da sitzt der Pfeffer. Da ist deine Kraft. Wenn du das lernst, auszupacken, rauszupacken, nicht mehr zu verdrängen, nicht mehr weghaben zu wollen, dann benutzt du nicht deine Partnerschaft und deine Beziehung, sondern, also in einer Weise, dass keiner wachsen kann, sondern du gibst dieser Beziehung einen Wert. Du gibst dir selbst Wert. Das heißt, schau in deine Vergangenheit, schau in deine Kindheit, in deine Jugendzeit, wer warst du da? Hast du diesen Anteilen bisher die Möglichkeit gegeben, wirklich zu wachsen? Solange die irgendwo in dir rumschlummern und du versuchst das über eine Rolle oder durch irgendein Verhalten zu überspielen, dann kannst du nicht wirklich glücklich und frei sein. Und dafür gehe ich, dafür steht das Feuer deines Herzens, dass in deinem Herzen ein Feuer brennt, ein heiliges Feuer von Anfang an, was dir die Möglichkeit gibt, alles in dir anzunehmen und das, was du nicht mehr brauchst, darin zu verbrennen. Das heißt, dann bist du unabhängig von anderen Menschen in einem Bewusstsein. Du bist diese Liebe, nach der du dich sehnst. Du selbst bist es. Du möchtest dir selbst begegnen und aus dem heraus dann in einer Partnerschaft sein, Intimität zu erleben. Das ist einfach nur schön. Das ist ein riesengroßes Geschenk, weil du einfach dich in dem anderen, durch den anderen hindurch lieben kannst. Ich hoffe, ich habe dir dadurch ein wenig einfach Inspiration, Mut gegeben und freue mich über Nachrichten, Kommentare und wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Dein André.